Seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Okay, werden wir annehmen. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Okay, gut. Dann folgen mir Leute einfach mal lang. Heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich hab den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Schau. Oh nein. So, gib mir mal weiter. So, einfach die Dos. Aspetta, was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Okay, folgen wir mal weiter. Ah, die müsste jetzt rennen. Ja, müssen aufpassen, dass die nicht sterben tut. Was ist nur mit der Waffe los? Was sind das für harte Leute? Die sollen uns beschützen. So, weg mit euch. So, erledigt. So, jetzt können wir da einfach weiterrennen. Und wir müssen sie auf jeden Fall jetzt permanent beschützen. Aber das packen wir. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Hey, ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Okay, gehen wir da kurz mal rüber. Mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nicht unternehme? Soll ich da hochkommen und euch... Wir nehmen einfach mal das Boot hier. Was für Männer seid ihr? Gehorcht euren Meistern für ein bisschen Kleingeld. Ihr habt keine Angst vor mir. Ups. Oh, das werdet ihr, wenn ich euch die Köpfe abreiße, euch in den Hals pisse und eure Gesichter in meine Möse steche. Ich werde eure Eier auf einer Gabel über dem Küchenfeuer rösten. So, dann ruder mir kurz mal dahin. So, hier sehe ich nichts. Außer hier sehe ich, da sehe ich einen Punkt. Da gehen wir erstmal hin. Gut, schwimmen wir dann einfach mal rüber. So. Ich will mitmachen.
Scheiße! Heutzutage können die sich einfach alles erlauben. Da, da, das ist geschehen. Ergreift ihn! Wo lang? Hat jemand den Mörder gesehen? Nur keine falsche Bescheidenheit. Okay, er müsste darum, oder? Ja. Müsst mir jetzt da runterfallen. Bis da runter. Okay, da können wir einfach reinschwimmen. So. Wir sind jetzt kurz da vorne wieder. Das ist unsere Madame, die mir jetzt beschützen müsste. Die erledigen mich kurz mal. So, und jetzt. Was kostet die Madame? Ja, ich glaube, ihr würdet so einen langen Eichenblock im Arsch richtig genießen. Allmächtiger Gott, wo hat man euch denn gefunden? Bei den Nonnen? Ich muss irgendwie die Türe da aufmachen. K.O. Okay, wo lang? Okay, das ist ein Leiter. Geh mir das schnell hoch. Da hoch. Nein. Wie kann man nur da vorbeispringen? Weil da hätte ich das Tor aufmachen können. Da versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. So, ich will auf keinen Fall. Da versuchen wir das Ganze nochmal, weil ich bin da außerdem runtergefallen.
So, swimmen wir einfach mal rüber, weil wir wissen ja, den Weg geht genau davon dort. Und hoch. Okay, dann gehen wir kurz davon wieder zu die Leiter. Dass wir wieder sofort reinkommen. So, juhu, erstmal. Wir müssen natürlich dann hier rüber. Kurz hier hin. Nein, nein, nein. Okay, super. Können wir ganz normal versuchen, weil ich springe immer daneben. Es war nicht mal gesprungen, ich kam gar nicht mal bis dahin. So, dann dürfen wir das Ganze jetzt normal versuchen. So. Dann nochmal darunter los. So, dann werden wir wieder wie Fall erstmal packen. Weil so schwer ist es ja gar nicht. So, gehen wir da kurz mal hin. Kurz hier rum. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Seid nicht schüchtern, tretet näher. So, kurz wieder die Leiter hoch. So, die beiden besiegen wir erstmal. Und der Typ zieht ja so einen Pfeile. Geht man gar nicht. So, das Tor machen wir jetzt auf. Okay. Super, das können wir ganz einfach mal weitermachen. So, dann erledigen wir die kurz mal.
damit wir auch ganz schnell weiterkommen. So, die beiden Soldaten schicken mir jetzt kurz mal in ihr Paradies. So, weiter geht's. Vollkommen bestimmt noch ein paar Soldaten, aber die erledigen ihn genauso. So, der ist noch am Leben. So, und komm, go. So, und weiter geht's. Hoffentlich kommen nicht so viele Soldaten jetzt. So, da sind ja ein paar. Nein, die beim Dumpsing fahr. So, besiegt. Okay, die beim Dumpsing fast tot. Ist gar nicht gut. So, müsst ihr auf jeden Fall kurz verteidigen. Gut. Verdammt, die ist gestorben, warum auch immer. So, ihr hättet ruhig besser aufpassen können in dem Bereich hier. So. Die erledigen wir kurz mal. So. Und weiter geht's. So, laufen wir mal vor. Und erledigen wir kurz mal, bevor die Madame kommt. So. Und weiter geht's. So, 12 einmal haben wir jetzt die Musik.